Künstler vorstellen, Xavier Leret. Applaus, Applaus. Neben diesen tollen Kunstwerken, die hier ausgestellt sind, war Xavier heute Nachmittag bereits tätig. Gegenüber auf der Wand wurde gearbeitet, das hat er heute Nachmittag geschaffen. Und zwar in Gegenwart der Bild-Zeitung, die es live übertragen hat, als er dort gewirkt und gearbeitet hat. Ganz toll. Xavier, we're proud of you. Yes, it's very exciting to spray in Munich, especially on the front of the Kranzbein Gallery, you know, in Munich. And I'm very happy to have a show here. Thank you to everybody for coming here. I'm very pleased to be here. And thank you for the Kranzbein Gallery to invite me here also, because it's a kind of consecration for me to be in Munich. Fortunately, we are married with a German woman for 25 years now, but I'm not speaking. Sorry about that. And his wife is here, and we welcome Sibylle. Ich war auf der Urban Art in Paris und ich bin Freitag Nachmittag angekommen und dachte, ach, jetzt gehe ich ins Hotel und ruhe mich aus. Aber irgendwie hatte ich den Drive, noch zu der Ausstellung zu gehen. Und welch Wunder, denn dort habe ich dieses Ehepaar kennengelernt und habe mich für ihre Kunst begeistert und habe sie dann gebeten, ob sie nicht mal nach München kommen. Und hier sind sie. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Nachfolger in den Fußtapfen seines Vaters treten wird, aber hier ist der Sohn. Er hat aber weniger Interesse, glaube ich, an die Kunst, denn er ist hier, um das Spiel am Samstag Bayern gegen Ingolstadt zu sehen. Ja, vorstellen möchte ich Ihnen auch unseren Galeristen. Mein Name ist, wie Sie schon bereits gehört haben, Valery Lalov. Und ich bin im selben Jahr, ganz zufällig, geboren, das Herr Bruch als Anfang seiner künstlerischen Tätigkeit angibt. Leider bin ich heute bedauernswerterweise das einzige Exponat aus diesem Jahr. Was sind meine Auffassungen? Zu meinen Auffassungen von Kunst gilt jene Schnittstelle, die sich zwischen Tradition und Innovation befindet. Da, wo auch unser heutiger Künstlergast einen besonderen, ganz besonderen Platz einnimmt als Pionier der Schablonkunst, der sowohl zukunftsweisend eine Vorbildfunktion ist für Künstler wie Banksy, aber als auch die Verbindung mit den Altmeistern auf einer immer wieder neu beeindruckenden Form aufrechterhält. Das ist eben jene Schnittstelle, die auch ich als Kunsthistoriker immer weiter verfolgen wollte.
Ich wollte nochmal mich ganz herzlich bedanken bei dem Künstler, der gestern angereist ist und heute Abend Ihnen zur Verfügung steht, falls Sie Fragen an ihn haben, sehr gerne, oder auch mit ihm fotografiert werden wollen, oder auch ein signiertes, handsigniertes Werk von ihm ergattern wollen. Was bei Banksy nicht der Fall war, wir haben ja eine Ausstellung gehabt, die Werke waren unverkäuflich. Diese sind verkäuflich und nicht nur verkäuflich, sondern auch erschwinglich. Also fragen Sie nach den Preisen, sie sind wirklich moderat für die Kunstwerke, ein Investment für die Zukunft. Vielen Dank. I have to say thank you to Mr. Kronzbein who invited me in the gallery. I'm very happy to be here. I love this city. I love the gallery. It's the best gallery in the world. And very happy. I'm very happy.